Nothing special. In fact, the sort of house that you would expect to find in any typical city. But lately you've grown tired of looking out of the window and seeing the smoke rise from a forest of factory chimneys and hearing the cars rush past. Sadly, you remember the days when trees once grew outside the window and birds sang from every branch. Then, one day, you receive a letter. Hello, this is Austin, your grandfather's butler. I know you must be sad that your grandfather is no longer with us, but I am writing to let you know that he remembered you in his will. I am delighted to inform you that you are to inherit his mansion, along with its magnificent garden. Please come as soon as you can. Sincerely, Austin. The enclosed picture is quite lovely, so you hurry to the house in anticipation. Damit herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play, und zwar bei Gartenscape, die Gartenversion. Und ja, wir spielen ein trauernder Verwandter, der das Haus seines Großvaters hat. Und einen Moment kurz. So, ich muss nämlich noch ein bisschen Ton einstellen. So. Weil sonst höre ich mich nämlich selber gar nicht mehr. Und das ist, ja, nicht schön. So, also, ich sage hier an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen hier bei Gartenscape, der Gartenversion. Und unser Großvater ist gestorben und wir haben eine Prachtvilla gewonnen. Und diese gilt es nun, ja, ich sag mal, zum Saubermachen, denn der Garten ist nicht mehr so, wie er einmal war. Ja, den müssen wir also jetzt neu restaurieren, und ich würde sagen, das machen wir genau jetzt. Das ist ihr Garten. Augenscheinlich ist hier alles komplett ruiniert worden. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es hier seit längerem keinen Besitzer mehr gibt. Okay, Austin ist der Butler des Hauses und er erklärt uns die Grundlagen. Hier oben ist das Geld, was wir haben, womit wir sämtliches zahlen können, beziehungsweise zahlen müssen. Und ja, ich lese es mal vor, keine Angst. Ich kümmere mich um alles. Ich habe eine super Idee. Wir organisieren einen Trödelmarkt. Das Haus ist bis unters Dach voll mit Krempel, in dem wir verkaufen können. Ja, und hier sehen wir schon den Ladebalken. Und ja, Gartenscape ist so etwas wie ein Wimmelspiel. Bloß, dass wir hier ein bisschen... Es ist kniffliger, denn wir müssen bestimmte Sachen von unseren Kunden finden. Unser Kunde hier, der kleine Mann hier, der sucht einen Teddybär. Und der Teddybär ist genau hier. Und wir setzen das Geld ein. Es sieht so aus, als ob sich unsere kleine Trödelmarkt in der Stadt rumgesprochen hätte. Unglaublich, so viele Kunden. Ja, das Schiff, das habe ich hier gesehen. Das ist hier. Hier ist der Schal, hier ist die Zimmerpflanze, hier ist der Vorhang und der Notgeständer hier. Ich muss ja fairerhalber auch sagen, dass ich schon mal vorgespielt hatte und geguckt, ob alles funktioniert. Das muss man ja... Eine Statistik, ja, verdient 275 plus Hinweise, die wir nicht verwendet haben, 75 Euro und ein Zeitbonus von 185 Bonus. Insgesamt haben wir 535 Euro gewonnen. Ja, und ich muss, glaube ich, immer noch ein bisschen den Ton zurückstellen. Irgendwie ist es immer noch ein bisschen zu laut. Oh, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Verkaufstag. 535 Euro. Ich bin beeindruckt. Ja, ich bin auch beeindruckt, denn das Geld hätte ich jetzt selber in der Tasche gerade. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Billigkram und dann steigern wir uns nach und nach immer weiter höher. Wie prächtig der Garten sich entwickelt hat. Ja klar, wir haben hier auch bloß erstmal 2 Bänke hingestellt. Viel verändert. Einen Moment, ich muss mal kurz nochmal ins Menü. Ich muss ein bisschen immer noch den Sound zurück. So. Das ist jetzt nicht geändert, ne? So. Ja, jetzt verstehe ich mich auch selber. Ja, also, was ich noch sagen muss, ist... Es kann sein, dass es random ist, dass es für jedes Spiel ein bisschen anders ist, dass es normal, ich weiß es gar nicht, es ist ein und dasselbe Spiel, aber es kann sein, dass es bei einem und den anderen die Gegenstände woanders ist. Das ist möglich. Hier ist der Notenschnipsel. Das Feuerholz ist hier unten. Die Holzpaneelen sind hier oben. Oh, da hat jemand stark gehusten. Das Saxophon. Und was ich raten sollte, ist Wimmelbildspiele oder solche Spiele allgemein immer nur am... ja, nicht tagsüber spielen, sondern tatsächlich... nachts spielen, denn ich spiele gerade hier tagsüber, weil ich das nicht anders schaffe. Ja, und ich sehe absolut nichts. Hier haben wir den Schirm. Hier haben wir den Handtuch. Das Saxophon, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Das Saxophon. Waschbrett. Waschbrett. Ja, hier haben wir die Harpune. Das Waschbrett, ist das... Nein. Ach, wie schön, dass gerade die Sonne reinscheint. So, Babyrassel. Dreirad. Hier haben wir das Dreirad. Die Tischlampe, die habe ich gerade auch gesehen. Hier ist die. Aber ich finde kein Waschbrett. Hier ist das Saxophon. Gib mir ein Geld. So, Waschbrett, Babyrassel und Fernglas. Hier haben wir das Fernglas. Aber wo ist die Rassel? Ah, ja, natürlich. Waschbrett. Ach, hier haben wir ihn doch. Das ist doch ein Waschbrett. Huch! Ich hab's grad gehangen. Supi! Wir haben es geschafft. Eine Statistik. Wow. Verdientes Geld. 289. Hinweise, keine benutzt. 125 extra dazu bekommen. Zeitbonus haben wir von 146 Euro und insgesamt haben wir 560 Euro verdient. Yay! Ja, der Garten sieht eigentlich noch nach nichts aus und ich schätze mal, es wird nach und nach wird er schöner und wir werden erstmal den Zaun reparieren. Ich würde sagen, wie viel Geld haben wir? Komm, wir fangen erstmal klein an. Und der weiße Zaun ist ja jetzt auch kein... Sieht ja jetzt nicht schlimm aus. Ist okay. Okay. jemanden weiter, und zwar in der Bar. Ladebildschirm. Puh. Okay, also was wird alles von uns verlangt? Getrocknete Blumen, die habe ich hier gesehen schon. Die Wasserpfeife, so eine Pfeife aber auch. Straußenfeder, Blumenkranz und Stehlampe. Ja, und Tulpen. Hier haben wir die Tulpen. So, hier unten ist ein Kaninchen. Also nochmal. Stehlampe, Blumenkranz. Hier haben wir den Blumenkranz. Hier haben wir eine Leier. Stehlampe. Oh Mist, wir haben nicht viel Zeit. Ist das keine Stehlampe? Stehlampe. Stehlampe. Hm. Hier haben wir die Wasserpfeife. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so sehr geübt, was jetzt Wimmel betrifft. Reisekoffer. Aber es hält sich in Maßen. Ich finde hier absolut nichts. Ah, hier haben wir die Federn. Sonnenschirm. Ich finde absolut die Stehlampe nicht. Hier haben wir die Leier. Hier haben wir die Öllampe. Hier oben haben wir das Seil. Hier die Notenblätter. Schere war hier. Und die silberne Kaffeekanne. Die war doch hier. Yay, willkommen. Wir haben das Level abgeschlossen und verdienen insgesamt 611 Euro. Das ist super. Oh, es klingelt. Alter, woher wissen die? Okay. Woher wissen die, dass wir neue Bänke und einen neuen Zaun haben? Also, was sind denn das für Stalker? Wie kommen die in unseren Hintergarten? Ja, für einen neuen Teich reicht es natürlich noch nicht. Wir müssen also noch weiter rackern. Und ein Reporter hat bei uns angerufen und genau dieser Will findet unsere Idee, den Garten des Hauses zu restaurieren, findet er gut. Und wir haben hier Geld liegen. Oh. Ja. Wir haben hier Geld liegen, das sacken wir nämlich auch ein. Das können wir auch machen, da kriegen wir noch mehr Geld. Hier ist noch was. So, was wird von uns alles erwartet? Ein Fernglas, Standuhr, Benzinkanister, Handtuch und eine Reisetasche. Hier haben wir das Handtuch. Ich dachte erst, es wäre das dort hier. Aber ist es nicht. Hier haben wir den Kanister. Hier haben wir die Standuhr. Hier das Fernglas. Hier die Wäscheleine. Das geht doch zügig voran. Die Reisetasche war hier. Der Rettungsring ist hier oben. Ziegel hier, Vogelnest da. Die Gummistiefel dort. Der Cowboyhut ist hier. Und die Lautsprecher da. Ich muss sagen, dieses Level war am einfachsten. Ich weiß gar nicht. Also das war jetzt einfacher. Und ja, die schreiben uns sogar ein paar Tipps auf. Nachdem sie alle erhältlichen Gartengeräte gekauft haben, müssen sie einen anderen Verkauf durchführen. Was? Sie einen anderen Verkauf durchführen, um eine Liste von neuen Accessoires zu erhalten? Was? Welchen anderen Verkauf? Wir haben doch nur ein Haus, oder? Oder haben wir mehrere Häuser geerbt? Ich weiß es nicht. Okay, klicken Sie auf den Button, um den gekauften Objekte zu ändern. Das können wir so machen. Wenn jetzt nur mal so zum Beispiel uns gefallen, Sie denken nicht, wie können wir die ändern? So zum Beispiel. Oder auch wenn uns der Zaun ein bisschen zu öde ist, können wir den genauso gut ändern. So. Passt zwar jetzt nicht mehr ganz zur Palisade hier vom Haus, auch weil er auch so ein bisschen gelblich ist. Oh, hier haben wir eine Menge freizuschalten. Mir gefallen auch die Bänke immer noch nicht. Mir gefallen die Bänke nicht. Naja. So, Teich. Können wir gucken. Wollen wir uns einen japanischen Teich holen, ein klassischer Teich oder den ländlichen Teich? Ich würde ja eher sagen, so ein ländlicher Teich würde eher passen, weil der passt auch super zu den Bänken. Seht mal. Passt. Wir haben hier drin ein Schwänchen rumschwimmen und diesen Schwarm können wir jetzt sogar füttern. Den da außen. Der lade ich jetzt mal dort rum und wirft irgendwas ins Wasser. Die Tiere können wir auch verscheuchen. Ja. Ja, wir vertrödeln nicht länger Zeit und stürzen uns ins nächste Wimmel. Und zwar im Sonnenbereich. Oh je. Hier haben wir die Staffelei. Hier die Katze, Notenblätter. Hier sind die Golfsets. Schaukelstuhl. Ich schätze mal, das ist der Schaukelstuhl. Deckenleuchte, das ist die. Fächer. Telefon. Säule. Gelbe Tulpen. 3 Spielzeugpferde. Hier und irgendwo. Wo ist dieses Scheiß? Oh, hier ist es. Hier ist der Vorhang. Eine Karte. Hier. Geschenk. Opernglas. Ich muss auch nochmal zur Fairness halber sagen, ich habe es nur kurz angespielt. Heißt, dass ich gerade mal nur das erste gemacht habe. Also sozusagen das erste Level. Und wenn ich hier und da mal etwas schnell finde, das liegt einfach daran, dass ich ein gutes Äugelein habe. Und das sage ich jetzt so nebenbei und finde, dass das Opernglas hier ist. Opernglas. Man kann sich ja immer mal wieder widersprechen. Manche Sachen sind einfach auch schnell zu finden. Wow. Wow, ja. Wir haben 829 Euro verdient. Davon können wir uns jetzt auch nichts Besseres kaufen. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Wir haben Post bekommen. Also, das heißt jetzt, wir müssen jetzt irgendwie Bücher verschicken, beziehungsweise bringen, die mehr als 13 Jahre veröffentlicht wurden. Aha. Okay, oh, das, ich würde sagen, Mr. Donaldson, Mrs. Donaldson, das werden wir machen. Und zwar auf dem Dachboden. Oh je, mal gucken, was wir da für Kunden haben. Also, sie sagten nicht, wie viele sie brauchen. Es müssen mindestens 20 hier auf dem Dachboden verborgen sein. Das sollte reichen. Heißt das, wir müssen die jetzt suchen? Sieht danach aus. Ich hoffe, ihr kommt nach, so schnell wie ich hier klicke. Ich finde die einfach sehr schnell. So, wie viele sind noch übrig? Es wird hier angezeigt. Hier haben wir eine Anzeige und es fehlen uns noch drei. Drei Bücher. Hier ist eins. Hier ist noch eins. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ich finde dich. Ich habe dich. Ja, geschafft. Und wir haben einen Verdienst von... Oh, das sieht viel aus. 1238 €. Das ist super. Ich sagte ja, das Geld, was man manchmal in Spielen verdient, das hätte man auch gerne mal selber in der Tasche. Okay, also der Austin, er wollte in die Bibliothek, also er wollte schon immer der Bibliothek helfen und jetzt hat er es getan. Und ich würde sagen, dass alles und was nun passieren wird, das erfahren wir erst in der nächsten Folge hier bei Gartenscape. Und ja, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, was da noch alles passieren wird. Und ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal hier bei Gartenscape. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.